herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wollen wir beim Audi A4, hier, dieses schicke Ding, A4, 8K oder B8, sagen auch ganz viele, wollen wir die Stoßstange abbauen. Das wollen wir heute machen. Ja, geht los. So, erster Schritt, hier oben diese Plastikverkleidung ist hier mit vier Stopfen fest. Die Stopfen in der Mitte drückst du die rein, damit du die entriegelst und dann kannst du die vorsichtig rausmachen. So, und jetzt können wir hier vorne das gute Stück aufsetzen. Ein bisschen beherzt dran ziehen. So, von hinten sind hier so Plastiknasen dran. Die äußeren, da müsst ihr ziehen, weil die haben so eine richtige Rastnase. Die anderen hier, die klemmen sich nur hier hinter dem Kühlergrill hinter. Das war Nummer 1. Als nächstes hier oben die elektrische Verbindung. Das ist für den, ich bin der Meinung, Außentemperatursensor. So, den einmal los und dann haben wir hier oben zwei Torx-Schrauben. Da. Das ist Torx 25, die müssen los, damit wir hier die Stoßstange runternehmen können. So, jetzt müssen wir da von unten ran. Hier unten war eine Schraube, oh, das ist immer noch so. Du startest. Geht das so besser? Ja, ich glaube. So, in der Radhausschale, da oben, Torx-Schraube. Und die zweite sitzt hier unten. Da, wo ich hinzeige, da wo jetzt noch das Loch ist, die habe ich schon rausgedreht. So, wenn wir das haben, müssen wir von unterm Auto weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt, das ist genauso duster, Junge, was habe ich für eine dunkle Werkstatt? So, hier müssen wir Schraube losmachen, ist von der Stoßstange und diese werde ich auch alle mitnehmen. So, geht das so besser, dass ihr was seht. So, also hier Torx-Schraube los, da, da und diese nehme ich auch gleich mit los. So, das machen wir jetzt mal eben. So, gucken. Okay, das ist lose, können wir erstmal eben sitzen lassen. So, eine Schraube noch vergessen. Hier außen von dieser Unterbodenverkleidung, das ist eine mit einem Kreuzschlitzantrieb. Die muss da auch raus, weil da hängt die Stoßstange auch noch mit dran, dass wir die da losmachen. Da sitzt eine, andere Seite genauso. Ja, dunkel sieht man jetzt nicht. Wie gesagt, müsst ihr die auf beiden Seiten losmachen. Schrauben von unten alle los haben, dann müssen wir jetzt die Radhausschale rausmachen. So, ich hoffe. Radhausschale habe ich hier beiseite gebogen, wie ihr da sehen könnt. So, jetzt haben wir noch zwei Schrauben, die los müssen. Die eine ist diese hier. Da, die Torx-Schraube. Und da hinten die Sechskantschraube. Wie zeige ich euch das am besten? Ich versuche das mal eben so. Die Schraube da, wo ich da rauf gehe, die muss noch mit los. So, wenn die Schrauben alle gelöst sind, können wir das hier vorsichtig rausziehen. Und dann kann man das so vorschieben. Andere Seite machen wir genau dasselbe. So, da ist auch lose. Und jetzt ziehen wir die Stoßstange hier oben vorsichtig raus.
und dann können wir die vorwegnehmen. So, da fällt die andere Verkleidung weg. Das war gewollt. So, Stoßstange ist ab. Jede Menge Dreck auf der Erde. Ich werde die jetzt gleich mal ein bisschen sauber machen. Ich habe hier für die Stoßstange so einen schicken Ständer. Hier so ein X ist das, kannst du so auseinanderschrauben. Ist eigentlich ein Lackierständer, wo man den rauflegt. Ich habe mir das Ding halt mal gekauft, dass du die Stoßstange vernünftig hinlegen kannst. Wenn ihr das bei euch zu Hause macht, ich würde entweder Pappe drunter legen oder wenn ihr habt, vielleicht noch einen alten Reifen oder zwei. Ja, damit euch das halt nicht verkratzt. Weil wenn die umfällt und auf den Lack fällt, sieht natürlich immer scheiße aus. So Leute, das soll es bis hierhin gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.